Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing. Let's go to the city. Ihr wundert euch sicherlich, warum ich jetzt ausnahmsweise mal hier anfange. Ja, das ist jetzt gerade ein blöder Fehler passiert beim Anfangen vom Aufnehmen. Ich habe aus Versehen, also ich habe den Sound leiser gestellt und dabei ist alles abgespielt und jetzt bin ich leider schon hier. Ist aber noch nichts weiter passiert. Wir haben einen Brief, wir haben wieder ganz tolle Punkte und naja. Freunde, der letzte Part ist bereits eine ganze Weile her. Und oh Mann, was ist denn das? Boah, Leute, tut mir echt leid. Irgendwie ist der Sound gerade merkwürdig laut und ich verstehe nicht, warum. Egal. Freunde, der letzte Part ist bereits eine ganze Weile her. Ja, über 2 Wochen. Das tut mir auch an dieser Stelle leid. Aber mir war es leider nicht möglich, vorher eine Folge aufzunehmen. Warum, möchte ich kurz erklären. Oder beziehungsweise gleich. Vorher werde ich noch mal irgendwas ankündigen. Gehört's ja. Ich benutze ja jetzt ein neues Mikro. Wer meine anderen Videos verfolgt, der wird das schon mitbekommen haben. Aber ich benutze jetzt hier das T-Bone SC440. Ja, ein richtig cooles Mikrofon, wie ich finde. Ein fettes Standmikrofon, ja. Guckt euch einfach meine anderen Folgen an. Werbung. Dann seid ihr schlauer. So, anderes Upgrade, beziehungsweise was anderes, was ich noch sagen will. Ich benutze jetzt zusätzlich auch noch, deswegen hat das auch so lange gedauert, bis diese Folge kam, weil ich darauf noch warten musste. Ich benutze jetzt ein anderes Konsolenaufnahmegerät, nämlich die Avamedia AvaTV Capture Card H727. Ha, ich kenne den Namen schon auswendig, ich bin so gut. Die benutze ich jetzt zum Aufnehmen. Ihr werdet euch jetzt sicherlich wundern, da die Qualität gar nicht mal so viel besser aussieht. Das liegt daran, da ich, ich bin auch so ein bisschen erschüttert, sage ich mal so. HDMI-Aufnahmen, also wenn ich zum Beispiel Wii U oder so anschließe, sieht alles perfekt und wunderschön aus. Nur habe ich das Problem, wenn ich jetzt, mit der Wii spiele, muss ich das per... Es hat ja keinen HDMI-Anschluss, die Wii, das wissen wir ja. Deswegen muss ich das per Cinch-Kabel machen. Cinch to HDMI sozusagen, so ein Kabel habe ich auch, war dabei. Aber, naja, deswegen sieht die Qualität jetzt nicht so viel besser aus. Ich werde mir demnächst aber wahrscheinlich nochmal irgendwie so ein HDMI-Konverter-Ding kaufen für die Wii, damit auch die Wii-Spiele in besserer Qualität sind. Gleich mal ankündigen. So. Jedenfalls im letzten Part haben wir ein bisschen gequatscht. Ich habe meine Meinung geäußert zu YouTube und so, wenn ihr euch recht erinnert. Und ja, ich habe mir für diese Folge kein spezielles Thema ausgedacht, muss ich ehrlich zugeben. Da mir nichts eingefallen ist. Also ähnlich. Diese Folge wird wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer sein. Da ich jetzt nicht so viel Zeit habe, ich nehme das hier gerade wieder auf dem letzten Drücker auf. YouTube spackt rum, ich muss noch 1 Million andere Videos hochladen und alles doof und Mist schon wieder, ja. First World Problems. Deswegen wird die heutige Folge wahrscheinlich nicht so lang sein. Und wir haben schon wieder irgendwie nichts zu erledigen, so wirklich. Deswegen, ja, beste Lösung, wieder mal angeln, ne? So, allgemein, vielleicht zur TV-Karte kann ich vielleicht nochmal was sagen. Wie gesagt, eigentlich ganz cool, nur irgendwie muss ich mir das ein bisschen Wii einfallen lassen. Was mir aber jetzt schon auffällt, was ich schon mal sehr schön finde, ich habe keinen Delay mehr. Willkommen, schau dich in Ruhe um. Wisst ihr ja noch, hatte ich ja vorher immer, dass ich immer so eine übelste Zeitverzögerung manchmal hatte. Zu Bild und Ton und so, also nicht Bild und Ton, sondern zu Spielgeschehen und so. Und ich kann gerade irgendwie nicht quatschen und gleichzeitig was machen, hab ich das sonst auch schon mal hingekriegt. Naja. Also die einzigen Sachen, die wir gerade haben, war... Na gut. So, ganz schön Weile her, deswegen haben wir auch gerade so eine... Ups. No! Da wollte ich doch gar nicht mehr. Deswegen haben wir gerade schon so eine Zottelhaare, ja. Sieht ein bisschen... bescheiden aus, aber was soll's. Müssen wir nochmal bei Gelegenheit zum Friseur gehen und das... heile machen. Aber naja. So, was können wir in dieser Folge mal machen? Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, ich gehe jetzt am besten erstmal ins... Museum. Schmetterlinge, aber ich glaube, die haben wir schon. Ich fange sie trotzdem ein. Und es ist übrigens auch gerade früher Morgen. Also ich nehme das hier nicht früher Morgen auf. Aber ich habe das so gerade bei den Einstellungen gesehen. Ich passe ja die Spielzeit immer so ein bisschen an, damit wir mal ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Und gerade ist es hier, kann man gucken. 8:45 morgens. Die Musik kenne ich gar nicht. Ja, mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? Ist doch voll dunkel, obwohl es um 8:30 eigentlich bei uns schon längst hell ist. Aber es soll so. Vielen Dank. Doofer Schmetterling. So. Ups. Gut. Museum. Ich mag Museen nicht. Wirklich. In echt. Aber naja. Was können wir in dieser Folge mal machen? Mir fällt nichts ein. Ich glaube, wir könnten eigentlich nochmal in die Großstadt gehen. Und vielleicht, unsere weitere Emotion holen. Das wäre noch eine Idee. Ja, wir möchten stiften. Denn wir stiften immer. Nämlich da. Wir können sogar einen Schmetterling stiften. Das machen wir gleich mal.
Na hu, I don't even see it, mir scheint. Wenn Sie stiften möchten, soll ich es dann erst analysieren? Ja. Hm, faszinierend. Gleich habe ich dich identifiziert, Fossil. Ich erspare Ihnen einen Exkurs in Urgeschichte. Dies ist ein Schädel, ein Triforce-Schädel. Und so wird dieses Stück Teil unserer faszinierenden Sammlung. Okay. Wir sind gefunden werden. Diese Kreatur würde ich so gerne den ganzen Büro lassen. Was nun? Huhu. Ja, ich will mal den Schmetterling stiften. Dann fliegt er weg. So ein Mist. Ja, ich habe mich zuerst ein bisschen aufgeregt mit der TV-Karte, um ehrlich zu sein. Ein Schmetterling. Bah, wollen wir ihn nicht freilassen? Im Käfig ist es irgendwie am besten aufgehoben. Insekten kann ich nicht so gut. Sie fühlen sich gar abscheulich an. Wenn man sich anspettert, den ganzen Schnee, so erkennt man ein ganz feines Fell. Aber warum sollte man sich das antun? Das ist meine Pulver auf diesem Fell. Ich bin schon ganz vom bloßen Gedanken ganz anders. Christophin. Aber danke für Ihre Stiftung. Wir werden das Monster hegen und pflegen. Jo, schmetterlingsfreuen Monster. Nee, haben wir nichts mehr. So, habe mich zuerst ein bisschen aufgeregt, weil ich beim Aufnehmen, merke ich, so ein leichtes, übertriebenes Kantenflimmern habe. Also das halt so an Kanten, logischerweise, zum Beispiel der Spielfigur, so leicht ver... Ja, wie nennt man das? Ja, es flimmert eben, ne? Aber jetzt, wo ich so selber spiele, merke ich, so extrem ist es, glaube ich, gar nicht. Aber ich würde natürlich gerne in bester Qualität aufnehmen, wo geben tut. Aber ich denke, ich werde mir da nur so ein Ding zulegen. Kostet ja auch nicht so viel, ich glaube 15 Euro kriegt man die Dinger schon. Muss ich mal gucken. Wäre ein gutes Geschenk für Ostern. Naja. Kann ich, wir fällen einfach mal so in den Baum. Aber mir fällt gerade nicht so viel ein, was ich jetzt noch hier machen kann. Animal Crossing, warum mache ich dieses Let's Play? Ich bin doch scheiße. Nee, aber irgendwie merke ich jetzt schon, wir haben noch nicht mal ein Drittel des Spiels sozusagen für mich. Und irgendwie, ja, wird es jetzt schon langweilig. Es gibt jetzt schon viele Dinge, also es hört jetzt schon auf irgendwie mit Dingen, die man machen kann. Ich weiß nicht. Es war gerade der Song of Storms, ne? So, Fundsachen will ich. 10. Wahrscheinlich nur Fallen. Oh. Er schmeißt den Fallen weg. Kann doch gar nicht sein. Na gut. Naja. Was sollen wir machen? So, ich weiß auch gar nicht, wie man bei dem Spiel, wenn ich ehrlich... Spiel. Wie man bei dem... Wer ist das überhaupt? Siegfried. Rüben, Rüben. Oh, ich verkaufe jetzt seit 60 Jahren jeden Sonntagmorgen hier meine Rüben. Mit mal, wie spricht eine Oma? Ich verkaufe jetzt seit 60 Jahren jeden Sonntagmorgen hier meine Rüben. Brauchst du Rüben? Komm zu alten Siegfried. Warte mal, ja doch. Aber lass uns nicht überstürzen, nicht. Soll ich dir über Rüben erzählen? Willst du es hören? Ja. Telefon. Mein Vater, das sehe ich von hier. Wir warten mal ganz kurz. Ich kann gar nicht... Oh, oh Mann. Mann, ey. Da wartet man, bis die Mutter rangeht, dann tut sie es nicht. Ich hechte zum Telefon und genau in der Sekunde, wo ich abnehmen will, dann macht es einfach nur noch tut. Egal. Ich habe das Telefon jetzt mal rausgestellt, so. Nun, wo fangen wir denn da an? Rüben. Also von Rüben gibt es zwei Sorten, die normalen Weißrüben und Rotrüben. Wie jedermann weiß, sind Rüben natürlich zum Essen da. Aber hier in der Gegend gibt es kaum Leute, die sie wirklich essen. Nein, alle kaufen die Rüben nur, um sie dann mit Gewinn wieder zu verkaufen. Soll ich dir mehr darüber erzählen? Das hatte ich bei meinem privaten Spielstand nie. Deswegen gibt es auch Rübenpreise bei Tom Nook. In dieser Stadt gibt es hier ein Geschäft, weißt du, das gehört Tom Nook. Dort kannst du eine Weiß- und Rotrüben verkaufen. Der Kaufpreis ändert sich jeden Tag. Manchmal Weißrüben, die übrigens oft auch einfach nur Rüben genannt werden. Das ist anstrengend zu sprechen. Wenn du mehr darüber bekommst, als du mir bezahlt hast, schön für dich, Kindchen. Andererseits solltest du nicht gerade dann verkaufen, wenn der Preis gesunken ist. Verstehst du? Soll ich dir noch mehr erzählen? Oh ja. Aber jetzt kommt der Haken an der ganzen Sache, mein kleiner Rettich. Weißrüben verfaulen nach einer Woche. Die Stängel werden ganz braun. Oh, ist ja fürs Display voll doof. Also, ich bin jeden Sonntag hier, ja? Das heißt, alle Rüben, die du mir abkaufst, musst du spätestens am nächsten Samstag verkaufen. Denk dabei auch daran, dass Tom Nook seinen Laden abends schließt. Wenn du das verpasst, ist dein schönes Geld futsch. Also, behalte das immer im Hinterkopf.
Es ist echt anstrengend, so zu sprechen. Das glaubt ihr mir gar nicht. Entschuldige, Kindchen. Wenn ich einmal angefangen habe, bin ich kaum noch aufzuhalten. Ja, hör mal auf zu reden. Das ist so blöd. Andererseits könnte ich dir jetzt auch noch etwas über die Rotrüben beibringen. Na, interessiert? Oh. Rotrüben musst du selber anbauen. Vergrab einfach die Samen. Sie wachsen jeden Tag ein Stückchen. Aber wenn du vergisst, sie zu wässern, verschrumpeln sie sofort. Im Gegensatz zu verdorrten Blumen sind sie dann nicht mehr zu retten. Du musst sie wirklich jeden Tag um sie kümmern, Jungspund. Oh, voll doofes Display. Na egal. Wenn du so viel Zeit aufwenden kannst, sind sie die Mühe wert. Du kannst sie nämlich teuer kaufen. Du sollst sie aber etwa eine Woche wachsen lassen, bevor du sie pflückst. So mehr kann ich dir nicht über die Rotrüben erzählen. Na, gehen denen was da sind heute sein. Wir kaufen mal was. Leute, 106 Sterne, die wird jetzt davon. Geil. Rüben? Konnte ich gerade fragen. Nochmal erklären. In Ordnung, gehen denen. Wie viele dürfen es denn sein? Ich verkaufe sie übrigens im 10er-Pack. Nee. Oder ihr seht, wo Pech gehabt, vielleicht ein anderen Mal. Ja, das ist ja dann doof. Die kann ich ja eh nicht verkaufen. Ich wollte jetzt einfach mal so zum Demonstrieren kaufen. Aber 1000 ist ja voll doof. Naja, egal. Boah, das ist richtig anstrengend so zu sprechen. Oh, Conny will was. Oh, hey Leon. Ich hab dir etwas für dich. Einfach so? Es ist nichts Besonderes. Ich habe noch nichts... Neulich eine Bromelia in der Recyclingtonne gefunden. Und ich dachte mir, sie gefällt dir vielleicht. Also habe ich sie mitgenommen, sauber gemacht und... Oh je, tut mir leid, das hört sich total schäbig an. Wenn du sie nicht magst, wirf sie ruhig weg. Gleich in den See werfen? Kann man das eigentlich? Ich glaube nicht. So, was war das jetzt? Was war das? Ups. Moment. Ach. Fuck. Moment. Ah. Ja, meine Avamedia-Karte hat irgendwie die Angewohnheit, wenn man die Maus bewegt, dass dann so ein Overlay kommt. Habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen, aber ich hab wahrscheinlich die Maus kurz im Bild gesehen, irgendwie bin ich gerade ein bisschen verrutscht. Na egal. So, Bromelia, was ist denn das? Darf ich das mal fragen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Allgemeinbildung. Ja gut, wir müssen sowieso mal in die Bude gehen. Wir haben ja noch diesen Poiloiden, ne, wie ist er, keine Ahnung. Wo wollen wir das wirklich aufstellen? Wir haben schon einen davon. Unsere Bude ist voll schäbig, Alter. Na gut. So, was ist das, wenn ich fragen darf? Ach, so eine fette Blume. Okay. Ja, das ist ja gar nicht schlecht, wenn wir die mal irgendwo hier hinschieben. Das wollte ich nicht. Da wollte ich einstecken. Ist es eigentlich ein Schrank? Nee. Mann, wir brauchen echt mal einen Schrank. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss wieder den Schrank begattern. Na gut. Ja. Was kann ich denn mal noch so machen? Ich habe jetzt schon keine Idee mehr. Wie lange haben wir schon? Wir haben schon über 10 Minuten. Ich denke, sehr viel mehr als 20 Minuten werde ich die Folge gar nicht machen. Das wird für mich ganz gut passen. Mit dem Bus fahren? Yo. Da ich ja, wie bereits erwähnt, gerade nicht so die größte, meiste Zeit habe. Vor allen Dingen ist gerade Samstag, wo ich es aufnehme. Ich werde sie am Sonntag, glaube ich, sehen, ne? Und ja. Ich bin extra früh aufgestanden und irgendwie ist der Tag bisher mehr als ernüchternd. Irgendwie bin ich noch zu gar nichts gekommen und alles so, so ein dröge Tag, wisst ihr? Kennt er, oh, der redet jetzt wieder. Ahoi, mein kleiner Goldfisch. Hast heute eine Verabredung in der Joststadt? Mal sehen, du bist der Typ, der immer darauf die Rechnung zu zahlen, richtig? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Können wir alles reden. Captain. Captain. Wer schreibt einen Captain so? Also ich kenne so zwei Schreibweisen. Entweder in Englisch mit... C-A-P-T-A-I-N oder K-E-P-T-N. Captain. Morgens ist noch gar keine Stadt. Ach, sag bloß, das Kino ist noch zu. Nee. Wer will denn früh morgens ins Kino? Oh, niemand. Wann? 10? Aber 10 ist es ja schon bald. So ziemlich genau in ein paar Minuten, okay. Na dann. Laufen wir noch mal ein bisschen in der Großstadt rum.
Wer bist du denn? Zenobi. Ich nehme so gerne die Musterzimmer an. Ich finde da jedes Mal so wieder neue Anregungen für mein Haus. Um ehrlich zu sein, kopiere ich mir die Einrichtung der Musterzimmer einfach. Ist ja mehr als interessant, ne? So, wir bräuchten eigentlich noch mal irgendwann das hier. Was? Du flickst? Flickst, wir haben geschlossen. 10 Uhr. Ja, da bekommt man nämlich noch irgendwann eine spezielle Einladung. Come on. Oh. Wir kommen näher. Da bekommt man später noch eine spezielle Einladung. Und das will ich auch eigentlich, weil das ist ganz cool. Da bekommt man immer so Möbel hinterhergeworfen und so, glaube ich. Ja, so ist das. Los, Uhr. Los, Mann. Achso, scheiße, das ist ja erst 9. Mann, bin ich dumm. Toll. Ganz toll habe ich das gemacht. Ich glaube, ich kaufe einfach Rüben, ey. Ach ja. Rüben. Rüben. Ja, 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 ja. Ey, der nervt, ne? Das ist echt nicht zu fassen. Ich bin echt mal erstaunt, wie wenig der redet. Weil mitunter, da rede ich echt 5 Minuten durch. Ist echt ein Wunder, dass der so viel am Stück reden kann. Na gut. Lassen wir es dabei. Ja, Mann, ist doch doof. Ich weiß gar nicht so recht, was ich machen soll. Jetzt bellt auch der Hund, weil sie wieder alles auf einmal. In letzter Zeit hau ich eine unprofessionelle Aufnahme nach der anderen hinterher, ey. Stimmt's? Ach, ich kaufe jetzt. Ich kaufe jetzt Rüben doch. Weiß Rüben. Oh, ich will doch nur... Ich würde ganz gerne... eine kaufen, aber es geht nicht. Ja, ja, sie nehmen 1000 weg. Hatte sie so 10 Plätze davon belegt oder so. 10 Rüben. Aha. Hallo, wer bist du denn? Oh, Hallöchen, lass mich dir vorstellen. Hua, ich bin Ricarda. Du bist Leon, habe ich recht? Ich habe schon von dir gehört. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Wenn ich... Wenn du Hilfe brauchst oder die einfach nur nach Reden zum Modest, dann komm vorbei. Lula, lula, lula. Ich besorge dann Bananenbrote und wir können in Ruhe plaudern. Bananenbrot, was ist das denn? Und ich quatschen. Hör mal zu. Es ist noch etwas früh draußen, aber nach einem Morgenversicherung fühle ich mich immer so frisch. Also lernen. Sieht er das, was ich dich fragen wollte? Es ist so. Ich habe schon überall nach einem Floh gesucht. Aber ich habe einfach kein Glück. Deswegen habe ich mich gefragt, ob ich dich vielleicht bin könnte, mir einen Floh zu fangen. Okay. Oh, Rosa, das ist wirklich aufmerksam von dir. Ich werde auch etwas vorbereiten. Das ist dein Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, schlaf mit einem Hund. Jetzt nicht im perversen Sinne. Da streiche einfach mal ein bisschen den Hund, dann... Oder den da. Streiche den da mal ein bisschen und dann... geht das. Wenn wir versuchen sehen, dann waren das noch sehr 2 Wochen. Das ist bloß nicht noch einmal vorkommt. Okay, sehr gut. Weißt du, froh ist ey. Gut. Ich rede gerade irgendwie. Ich fange wieder 1000 Sätze an und bringe keinen zu Ende. Ich frage mich, soll ich hier die Rüben jetzt einfach verkaufen? Oder muss ich damit noch was anstellen? Guck mal, liegen noch für sich hier rum. Ich probiere es einfach mal. Ich gehe gerade mal zu Tom Luke. Stimmt's, Conny? Ein Floh, wo soll ich denn jetzt so schnell einen Floh herkriegen? Ein Floh hast du eigentlich, kriegst du nur, wenn andere einen Floh haben. Das heißt, wenn kein anderer einen Floh hat, dann kriege ich auch keinen Floh, glaube ich. Wo ich kann, glaube ich, auch Flöhe haben. Und so, aber ich weiß, dass man, ich fange wieder taus... Ich kann gerade echt nicht reden. Man kann manchmal Kakerlaken in seinem Haus haben, das ist auch lustig.
Wo will ich denn überhaupt hin? Ich will zu meiner... Ich will zu Tom Nook. Wo ist denn der schon wieder? Hier ist er irgendwo. Da. Der Super Nook. Wann gibt's wohl die nächste Stufe? Kriegen wir im Let's Play wohl noch alle Stufen zu sehen? Ich bezweifle es ein bisschen, aber kann ja noch runter passieren. Willkommen. Willkommen. Verkümmern. Ich... Ja, ich kann das ja sonst noch zurücknehmen, ne? Ich verkaufe einmal mal. Oh, das Spiel ist doof. Oh, ja toll. Ey, wie doof. Jetzt will ich den Teddy haben. Was ist denn das da? Hotel-Tresen. Nee, erstmal. Ach, unsere Bude ausbauen bringt eh nichts. Ich versuche jetzt wenigstens im Let's Play noch die nächste Stufe zu erreichen, weil es sind ja genug Geld, was wir da noch bezahlen müssen, ja. Ist richtig gestört. Naja, hallo. Oh, so wirklich lernen. Ich habe dich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Na, mindestens eine Woche lang nicht mehr, oder drei. Du warst ja eine Weile weg. Ist das passiert? Na egal. Was ist wahr? Ich bin einfach froh, dich zu putzmunter zu sehen. Ich brauche einen Floh. Ich brauche einen scheiß Floh. Gibt's doch nicht. Hm. Wo könnte er sein? Hm, ich weiß es nicht. Nö. Vor allem, was hat das eigentlich noch mit meinem Heldengewand auf sich? Wo kriege ich den Rest her? Fragen über Fragen, die sich alle irgendwie nicht beantworten lassen. Naja. Gehen wir mal ein bisschen angeln. Ne? Das ist immer gut. Beißt gleich an. Aber finde ich schön, dass ich jetzt keine Zeitverzögerung mehr habe und dementsprechend eine Grausche. Und jetzt immer schön auch das Angeln besser hinkriegen sollte. Obwohl, das war eigentlich bisher noch nicht so das Problem. Auch Fische. Ich brauche Geld. Ich kenne die Melodie nicht, warum will ich mitsingen? Weiß es nicht. Ich bin dumm. Beiß schon an. Dummer Phil. Ich dachte wirklich, er beißt jetzt an. Das ist wieder der Druck, den man auf YouTube hat. Och man, jetzt habe ich sogar noch den Fisch verscheucht. Was ist denn los mit mir? Ich tue jetzt, ich summe jetzt einfach irgendwas und tue es, als wenn ich die Melodie könnte. Da ist ein Fischi. Fischi, das wird auch niemals alt, glaube ich. Komm schon. Dreh dich. Leon kann mal wieder gar nichts. Wundert mich irgendwie nicht. So, beiß an, Fisch. Los. Du willst es doch auch, Fisch. Ich sehe es doch an deinem Blick, den man gar nicht sehen kann. Noch mal, ich ich bin echt so ein Trottel gerade. Ich denke immer nach. Kokosnuss. Stimmt, wir haben ja wir haben ja schon mal einen Kokosnussbaum gepflanzt im letzten Part, glaube ich, ne? Ist ja aus dem geworden. Ich weiß gar nicht, wo das war. Habe ich wieder so ein Assi vergraben, habe ich keine Lust zu. Wo hab ich den denn vergraben? Och shit, das weiß ich gar nicht mehr. Oh, Mist. Gut, wir gehen mal die ganze Küste ab. Ich habe schon gerade die Befürchtung, weil da so eine Kokosnuss lag, dass ich verkackt habe. Den falsch eingegraben habe oder so. Oh, da war gerade ein fetter Fisch, Moment. Na, so fett war der gar nicht. Oh doch! Oh doch! Jetzt darf ich es nicht verkacken. Ja. So, was war das? Ach, wieder so ein Barsch, ne? Ein Seebarsch. Nee. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld die bringen. Auf jeden Fall hat man die schon echt 1 Million Mal gesehen hier. Man denkt immer, oh, mega Fisch und dann ist es letztendlich nur so ein dummer Barsch und irgendwie bin ich zu blöd, mich zu drehen heute. Was ist los? Oh. Na, bist du? Oh. Ein Blooper. Ein Kalmar gefangen. Das bringt gutes Karma. Stand das da zufällig sogar? Das wäre lustig. Mann, wo habe ich denn diese scheiß Kokosnussbaum gepflanzt? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ihn... Oh Mann, ich habe ihn verkackt. Wo musste man den vergraben? Ich weiß schon nicht mehr, wie ich das in der letzten Folge gemacht habe.
Guck mal, Goldschaufel. Muss er hier sein? Ich glaube schon. Dann muss er schon auf dem... Ja, im Gras muss er nicht sein. Komm, ich vergrab den jetzt einfach da. Ich überlege gerade. Die nächste Folge wird übrigens am 7. April veröffentlicht, ja. Einige, die mich kennen, wissen vielleicht, was an dem Tag ist. Andere nicht. Oder so ähnlich. Ich wollte da gar nicht ran. Und ist es jetzt, also es ist ja, ich sehe diese Folge am 30. Hm. Was für ein schöner Gurgluid. Ich muss gerade überlegen, ob ich, bis zu der Folge, ob das mit den Rüben irgendwas bringt. Also, oder bis die dahin schon tot sind. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach aus. Davor kann ich leider keine Folge veröffentlichen, weil ich keine Lust habe. Oh, Viech. Hier ist ja so eine Kackgierskugelasse da oder so, ne? Plopp. Ich brauche aber einen Floh. Ach komm. Nicht ab. Fallen lassen. Und drauf drehen. Ja, ich glaube, es gibt jetzt wirklich nichts mehr zu tun. Ist doch doof. Was mach ich? Bloß, Mann. Ey, wir können immer mal drüber reden. Wie findet ihr denn diese TV-Karte? Ja, ich habe ja auch gestern einen Test dazu hochgeladen mit Paradebeispiel GTA 5. Da ist die Qualität deutlich besser. Also, wenn ich da jetzt so aufnehme, sieht das fast original aus, wie auf der Konsole. Das ist vielleicht die Qualität auf YouTube ein bisschen schlechter. Das liegt daran, dass ich halt runterrendern muss, aufgrund meiner blöden Internetleitung. Ach komm, wir verkaufen das, brauchen wir eh nicht, ganz ehrlich. Mal, nee, den behalte ich aber. Und den Rest behalten wir aber. Boah, 3000. Cool. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt nochmal ganz schnell ins Rathaus. Ich bezahle mal ein paar Schulden. Das ist eine tolle Idee. Ja, und dann würde ich sagen, war es das auch wieder mit dieser Folge Animal Crossing. Let's go to the city. Nächste Folge ist dann, wie gesagt, eine Folge mit besonderem Anlass. Ja, da wird vielleicht mal wieder ein bisschen was passieren. Und danach weiß ich auch schon wieder nichts mehr. Vielleicht dann Ostern nochmal irgendwas. Ja, und danach müssen wir gucken. Ich muss mir mal irgendein Thema ausdenken, über das wir reden können. Vielleicht über sowas wie Videospiele sind verhasst oder so. Also sind ja nicht verhasst, aber... Leute, diese Videospiele, die machen die Kinder ganz böse. Vor allem diese Ballerspiele. Mit ganz viel Bum-Bum. Ich bin zwar auch kein großer Ego-Shooter-Fan, aber trotzdem. Was ist denn das? Ein Karpfen. Bin ja auch kein großer Ego-Shooter-Fan. Nein, bestimmterweise. Ein paar Ego-Shooter mag ich. Zum Beispiel Unreal Tournament und so. Die sind cool. Oder Half-Life oder so. Aber, naja, Call of Duty ist ja auch nicht so mein Fall, ne? Aber trotzdem finde ich nicht, dass es jetzt... dass die verboten werden sollten, weil sie... keine Ahnung... Amokläufer... potenziell machen oder so. Na gut. So, Karpfen. Wie viel bringt denn so ein Karpfen überhaupt? 300. Voll lame. Jetzt haben wir schon über 12.000. Hätte ich diese scheiß Rüben nicht gekauft, hätten wir 13.000. Ja, ja, was wäre die Welt, wenn... Das sind wieder die Fragen. Aber gut, wir nehmen jetzt echt schon lange auf. Ich bin erstaunt, dass ich es geschafft habe, eine ganze Folge so lange in die Länge zu ziehen. Das ist unglaublich. Wir haben Viertel vor angefangen. Jetzt ist es fast Viertel nach. Also wir haben fast eine halbe Stunde, aber ich hatte ja eine kurze Pause zwischendurch, aber die war auch nicht so lang. Deswegen geht das. Die Musik ist cool. Warum habe ich niedrige Framerate? Ja, ich muss den Artikel gerade mal weglassen, weil es sich nicht schön angehört hätte. Das Spiel läuft gerade auf 25 Frames. Also auch sehr schön, dass ich jetzt endlich mal bei Konsolenspielen die Framerate sehe. Also mein Gruber hat zwar Fraps aufgenommen, aber man hat die Framerate nicht gesehen. Oben rechts. Jetzt sehe ich sie schön. 25. Bei Animal Crossing hat wohl nicht mehr. Okay, die Wii hat allgemein nur 30, aber ich muss ja auf 50 Hertz spielen, weil... die, TV-Karte und auch mein alter Grabber lassen unterstützen. Und da sind wohl nur 25 Frames fähig, aber pff, was soll's, 25 finde ich ist immer noch eine akzeptable Zahl, ne? Und es leckt nicht mehr im Rathaus. Unglaublich.
So, wir spielen erstmal wieder Penner, wir gucken die Müll durch, nehmen nichts drin ist, können da die Rüben reinschmeißen. Nein, willkommen, wir haben Öli, so Kredit bezahlen. Wie viel Schulden haben wir? Über 100.000 noch, ja. Jetzt haben wir mal, 0000. 10.000. Können wir noch Briefe verschicken. Das können wir ja auch mal machen irgendwann. So in den Phasen, wo es immer langweilig ist. Das kostet, glaube ich, auch nichts. Dann können wir uns immer die lustigen Reaktionen der anderen anhören. Wir können so Hater-Mails schreiben wie, ey, du bist voll Schrot, Alter. Verstehst du? Und ich finde das trotzdem toll. Was passiert eigentlich, wenn ich unter diesem Ding grabe? Aber... gar nichts. Freunde! Ja, es gibt an dieser Stelle eigentlich nichts mehr, was ich noch großartig tun kann. Ich würde sagen, das war Lenimal Lossing. Warum dabei so ein Quatsch? Animal Crossing, Let's Go to the City für Wii aus dem Jahre 2008 für heute. Und im nächsten Part, ja, spezieller Tag, Motto-Tag oder so ähnlich. Ja, ich glaube, ich gehe mal wieder in meine Bude. Speichere von da aus, das ist lustig. Wir müssen doch irgendwann auch mal ohne Speichern aufhören, dass ich vielleicht so vorarbeite, mal ganz kurz anspiele und dann einfach ausmache, damit wir mal Resetti hören können. Dessen Name sich übrigens von Reset ableitet, was ich vor lange nicht gecheckt habe. Aber gut, Freunde, ich verabschiede mich für heute mit Animal Crossing. Und alles cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao.